Moin, herzlich willkommen zum Let's Play League of Legends. Ich werde ein Let's Play von League of Legends machen, wie ich gerade gesagt habe, zum Let's Play of League of Legends. Ich habe jetzt länger keine Videos gemacht. Ja, aber jetzt geht's wieder weiter. Ich hatte Ferien. League of Legends ist ja ein neues Projekt, wird ein anderes Projekt werden. Ich werde halt hin und wieder mal ein paar Matches hochladen. Ich habe das ja mit Bay auf GBs haben wir das gemacht. Dort passiert aber im Moment auch recht wenig, deswegen habe ich beschlossen, das auf meinen Kanal zu machen. Und ja, ich werde es so machen. Ich werde erstmal am Anfang mit Champions spielen, die ich kann einigermaßen. Ich sag gleich voraus, ich bin auch kein richtiger Pro. Ich bin, ihr seht zwar hier, ich bin Level 30, aber ich bin noch nicht so geil. Ich habe hier erst 160 Siege, also noch nicht so gut. Das erste Match wird gleich kommen. Ich weiß noch nicht, mit wem ich das spielen werde. Ja, freut euch drauf. Mal sehen, wie es wird. Und ja, ich werde das wahrscheinlich erstmal in. Ach ja, stimmt, mir fällt ja gerade was ein. Jetzt, ich wollte es eigentlich in ein Part komplett hochladen. Das geht jetzt aber leider nicht, da ich ja keine länger als 15 Minuten uploaden kann. Auf meinem Zweitkanal kann ich das, dort will ich aber das nicht machen. Egal, dann wird erstmal ein 15 Minuten Part kommen. Ist jetzt auch nicht so schlimm, auch mal kann ich das wahrscheinlich wieder. Egal, Hauptsache, es geht jetzt gleich mit dem ersten Match hier los. Ich weiß noch nicht, wie ich spielen werde. Das Video nehme ich jetzt vor dem ersten Match auf. Erstmal mit welchen, die ich kann. Ich werde versuchen, möglichst viele Champions zu spielen. Ihr könnt mir auch Vorschläge machen, wie man die Champions vielleicht besser spielen kann oder wen ich als nächstes spielen soll, was ihr sehen wollt und ja, egal. Bis gleich. So, moin. Ich bin jetzt im Match. Wir gucken uns jetzt erstmal die Teams an. Im gegnerischen Team sind Miss Fortune mit einem coolen Skin. Annie mit Tibbers. Ja. Nasus, Twisted Fate und der Spuk Nocturne, der etwas neuere Skin. In unserem Team Nidalee, Rammus, Tank. Oh yeah, wir haben Tank. Die Gegner, ja okay, die haben Rammus, ist auch so ein Tank. Graves, Orianna, das bin ich. Und Ashe. Ich habe mir für Orianna einen Skin gekauft, da Orianna im Moment eigentlich mein Main ist. Der Skin sieht jetzt, ja okay, er sieht eigentlich auf der, also in-game sieht er eigentlich ganz cool aus. Ich werde in die Mitte gehen, habe ich gerade abgesprochen. Ja. Orianna ist im Moment mein Main mit Blitzcrank zusammen. Von dem wird auch noch ein Video folgen, bestimmt. Ja. Mal schauen, gegen wen ich auf die Mitte muss. Ich denke mal gegen Annie, Twisted Fate oder Miss Fortune, aber ich denke mal ja Annie. Aber mal schauen, wie das wird. Ja, wer lädt denn jetzt hier schon wieder so lange? Hier, Nasus, Miss Fortune. Ich hasse das, wenn die so lange brauchen alle. Items, ja wie gesagt, ich bin ein Mage, ich spiele auf AP, also Ability Power. Wer League of Legends nicht kennt, ja. Ja, keine Ahnung. Ich kann vielleicht ein bisschen erklären. Also ich kaufe mir erstmal die Einer Boots, da Orianna ein sehr langsamer Champion ist. Und drei Candy Corn, die wurden jetzt im Halloween Dies ist Update ein gemacht. schönes Spiel. So, hier erstmal folgen. Ich mag das nicht mit der ganzen Kamera mal so rum und ich kann das einfach nicht. Ja, ich gehe in die Mitte. Orianna hat was Besonderes an sich, nämlich ihre Kugel hier. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Ja, hi. Die kann ich halt mit den Q-Skill rumwerfen und mache halt Damage und desto mehr Gegner, die durchfliegt, desto weniger Damage macht sie. Motivierend. Ja, ist halt ihr Q-Skill. Ihr W. Ihr W macht halt ein Dissonanzfeld. Ich höre sanfte Klänge. Das macht halt am Ort, wo die Kugel ist, ein Damage an alle Gegner, die dort sind. 30 Sekunden Und bis zu dem verlangsamt die Stein oder Gegner Versammlung. und uns macht es schneller. Auch unsere Champions hier, unsere ganzen Freunde hier. Aber wenn ihr da durchlauft, macht es schneller. Mein E-Skill ist ein Stutzschild, blockt. Ja. Blockt halt 80 im Moment noch, aber das wird noch weniger. Ach, mehr meine ich. Und die Passive, die Kugel gewährt den Champions, an denen sie geheftet wurde, 10 Rüstung Magieresistenz. Die Kugel Das ist heißt, ich kann halt mit diesem ungeduldig. Schild, das habe ich noch nicht drin, Vasallen kann ich sind halt wählen, erschienen. auf wen ich das mache. Und die halt erhalten dann nochmal zusätzliche Rüstung. Und die halten die Kugel dann auch, es sei denn, ich mache die zu mir zurück oder mache eine Attacke oder so. Die Zeit Das werdet ihr dann auch vertickt, noch sehen. tickt. Abilities habe ich. Blitz und Entzünden. Halt, ja, zum
wegkommen. Erstes Blut. Und die Gegner haben schon erstes Blut und die sind drei da oben. Aber ich bleibe erstmal ja, hier. Ich Vielleicht bin ist hier jetzt noch keiner Wacht. Auf der Mitte und komme gleich erst. Dann kann ich schon mal ein bisschen leveln. Ein Verbündeter wurde oh mein getötet. Gott. Ja, Annie ist oben. Ich denke mal, Annie wird aber gleich in die Mitte kommen. Meine Passive ist eigentlich sehr geil. Kann ich einmal... Ja, vor allem kann ich sie jetzt nicht, weil ich hier mich gerade konzentrieren muss. Sie gibt mir halt... Plus... Irgendwas Angriff, plus ein bisschen Angriff. Und halt dann noch 20% meiner Ability Power. Das heißt 20%... Und da kommt auch gleich die Annie. Das heißt 20% meiner AP werden in AD umgewandelt. Das heißt, mein normaler Angriff wird dann stärker. Das ist natürlich sehr geil. Das heißt, wenn unser AP stärker wird, wird auch unser AD stärker. Und ich habe jetzt mal meine Kugel auf die Annie. Macht jetzt noch nicht so viel. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich warte mal auf die Minions, die nächsten hier. Ich darf jetzt eigentlich nicht zu doll farmen lassen, weil das ist jetzt gut, dass ich halt einen Vorsprung habe. Die Annie hat aber schon einen Assist gekriegt da oben gerade. Ist schon, das ist nicht so gut, das heißt, die ist leicht im Vorteil gegenüber mir. Hier sehen wir es mal, das ist das, wo ich das Schild machen kann. Wir sind eins. Das gibt halt dann noch plus Rüstung und Magieresistenz. Verbissen. Ja, ich habe da jetzt versucht, meine Kugel auf sie raufzuwerfen. Und hier sehen wir mal das Resonanzfeld. Macht Damage, verlangsamt sie und macht halt ein bisschen Warum ja, laufen sie? Schaden. Das ruckelt gerade etwas, was sich gerade etwas nervt. Mal schauen, ob ich das noch irgendwie beheben kann, weil so kann ich im Moment nicht so gut spielen. Ich darf vielleicht irgendwie die Grafikeinstellung etwas runter schrauben kann. Und da kommt die Annie und macht ihr scheiß Zeug auf mich. Na, da habe ich meine Kugel daneben gehauen. Ich würde sagen, ich gehe mal eben back to base und versuche mal eben hier was an den Grafikeinstellungen zu ändern. Ich pausiere kurz die Aufnahme. Okay, lol, ich habe gesehen, das ist alles auf niedrig, obwohl leckt ist. Finde ich sehr komisch gerade. Naja, egal, muss ich mal schauen, ob das vielleicht irgendwie ändern kann. Drehe auf. Mann, was ist das denn? So kann man doch nicht spielen. Naja, egal, ich hoffe mal, ich habe das bis zum nächsten Mal geändert, weil das ist echt gerade nicht so toll. Ich hatte natürlich einen Vorsprung, weil ich jetzt back war. Ich habe jetzt 7 Vasallenkills, die hat jetzt 10. Aber ich wollte halt nicht, dass es laggt. Im Moment läuft es eigentlich ganz gut. 30 FPS ist eigentlich, naja, nicht sehr geil. Ich spiele normalerweise mit 60. Ich habe scharfe Dinge. Ich muss mich hier so ein bisschen zurückhalten, da die... Ja, ich habe ein bisschen Angst vor Annie mit ihren scheiß Betäuben und alles. Die hält zwar super wenig aus, aber sie kann auch super viel Damage reinhauen. Da würde ich sagen, halte ich schon etwas mehr aus, aber auch nicht sehr viel mehr. Sie schreien so komisch. Ach ja, noch zu meiner passiven Fähigkeit. Desto öfter ich einen Gegner angreife, es geht bis zu dreimal hoch, erhöht sich halt der Angriff. Und ich sehe da gerade oben den Nock. Schnell soll ich da mal helfen gehen. Ja, Grace geht da schon hin. Was haben die denn? 1 zu 2 und 0 1. Oh mein Gott. Mal schauen, wie es läuft, ne? Ich kann auch meine Kugel nehmen, meine Resonanz machen und das macht dann schon den Minions hier sehr viel Schaden. Ich kann sie später auch one-hitten. Aber jetzt geht das leider noch nicht. Wenn noch nicht genug AP habe. Ich attacke jetzt schon den Tower. Da ist Annie, glaube ich, noch nicht gekommen. Mal schauen, ob ich sie noch überfahren kann. Ich habe jetzt 14, sie hat 11 und ich sehe, sie kommt da aus dem Gebüsch. Ich mache mein Schild auf mich rauf, damit ich weniger Damage kriege. So hat sie sich hier pädophil aus dem Gebüsch geschlichen. Wir sind eins. Verwüsten. Sie scheint auch hier mich töten zu wollen und das war dumm von mir. Warum laufe ich denn ein? Egal, schlucke ich mal meinen Trank hier. Ich hoffe mal, dass die Tränke jetzt bald mal wieder geändert werden. Weil ich finde das irgendwie etwas kacke. Ich fand das früher mit den Tränken besser. Oder jetzt mit den, Halloween-Update, verändert. Ich höre sanfte Klänge. Oh ja, und ich sehe da gerade in der Chat, ich habe vergessen, SS zu sagen. Das passiert mir manchmal. Ist sehr schade, aber kann passieren. Wenn man vergisst, Warum SS zu sagen. Hat das Spiel und der Nocturne verlässt gerade das Spiel, das ist gut.
Das heißt, die Gegner sind ein weniger. Das war vielleicht etwas unfair. Aber. Okay, ja, schon wieder da. Manu. Für Nocturne habe ich eigentlich ein bisschen Angst. Da der halt auch sehr viel Damage reinhaut. Dies ist ein schönes Spiel. Für Minion habe ich denn jetzt 25, Annie hat 15. Oh ja, das heißt, ich bin jetzt Minion-Farm-mäßig über der, aber irgendwie vertraue ich da nicht. Ich wette, die ist hier wieder irgendwo im Gebüsch. Ich schreibe jetzt auch SS. Warum laufen Sie? Da ich nicht nochmal angemeckert werden will von, ja, von wegen SS, du Arschloch und so. So. Das ist sehr aufregend. Ich sehe gerade, der Nasus kommt in die Mitte. Ach, da läuft er sogar an mir vorbei. Ich hau da meinen. Oh, da kommt auch schon der Tibbles. Ich sag immer Tibbles, ja. Ich sag nicht Tibbers, ich sag Tibbles. Oh, der Tibbers geht hier an den Tower. Der tankt hier so ein bisschen. Und mich ist der scheiß Nocturne getroffen. Mann. Ein Verbündeter wurde getötet. Es geht hier schon ganz schön die Party ab. Och Mann, warum ey. Gehen Sie immer wieder kaputt? Schade, ich brauche mal hier einen langsamen Kelly hoch Geld. Ich vielleicht dann schon mal einen übergroßen Stab kaufen soll. Oh, die Ash kommt jetzt hier auch helfen. Der Nasus ist auch hier scheiße. Ich schluck dann gleich mal meinen nächsten Heiltrank. Gehe hier dann mal mit den Graves zusammen. Ich hoffe mal, wir können die dann gleich mal so ein bisschen hier ownen, sag ich mal. Der war wohl AFK. Eigentlich macht man das ja nicht auf. Ja, auf AFK Champions einschlagen, aber da habe ich jetzt einen Assist gekriegt. Auch ein bisschen Geld. Ist gerade das Spiel verlassen, etwas schade für ihn, aber es ist ja nur gut für uns und die Chance muss er halt auch ausnutzen, wenn dann ein Beschwörer rausgeht und dann, ja, es war für den dann ärgerlich, aber es ist ja dann gut für unser Team, wenn wir Kills kriegen. Ich habe jetzt zwar nicht den Kills gekriegt, den hat der Graves gekriegt, ist mir auch egal. Assist geben auch schön Geld. Und da kommt der Twisted Fate von hinten. Und will da die Ash holen. Und er kriegt da schon wieder den Kill der Graves. Der entkommt da leider noch. Schade. Egal, 002 haben wir jetzt. Jedenfalls haben wir ein bisschen geholfen. Sagen, ich gehe jetzt auch back, weil ich keinen Mana mehr habe. Die Legs sind im Moment auch gerade etwas weg. Ist auch ganz schön. Ach ja, genau, gerade habt ihr doch schon gesehen, ich habe den Grace habe ich gerade mein Schild gegeben. Dadurch ist er halt nicht gruppiert, er wurde ja von der Annie angegriffen, er hatte Low Life. Ich habe ihm da ja mein Schild gegeben und dadurch hat er dann überlebt. Also, er kann halt auch andere Teammitglieder retten, lol. Ich komme jetzt hier meinen übergroßen Stab und du bleibst bitte da. Und dann kaufe ich mir nochmal... Ne, ich kaufe mir jetzt keinen Trank. Ich kaufe mir nochmal hier so ein Mana-Ding. So eins. Damit ich mehr Mana hab. Und halt plus 80 Fähigkeitsstärke gibt das schöne Viech hier. Jetzt macht meine Kugel halt 150 auf Stufe 4 plus 58 schon, meine Ulti. Genau, die habt ihr ja gerade auch gesehen. Die zieht halt alle Gegner auf die Kugel rauf und haben die gerade den Tower zerstört hier in der Mitte. Was? Oder sehe ich das? Der Twisted Fate, der entkommt leider. Ich dachte gerade, weil die ganzen Vasallen und so hier standen. Die Kugel ist ungeduldig. Ich dachte gerade, der Tower wäre down, ey, rausgerastet. Ich gehe da jetzt nicht hin. Ach, ich habe einen Kill gemacht. Wann habe ich den gemacht? Lol. Okay, haben wir 1-0. Cool. Oh, ich gehe da jetzt doch mal hin. Der Twisted Fate und die Miss Fortune sind da. Nicht da lang, ich gehe hier lang. Komm, gib mir Assist, gib mir Assist. Ulti rauf, Resonanz und Down. So, so leicht kann das gehen. Meine Ulti ist echt schön, ich mag die Ulti. Und Twisted Fate ist sie jetzt. Ist der hier drin? Okay, die kriegen die ganzen Gegner hier, das ist gut. Die Gegner sind zwei tot.
Läuft im Moment sehr gut, wir führen 9 zu 8. Sehr gut kann man nicht sagen. Was haben denn unser Team für Stats? 1-0-3, 0-2-1. Ja, okay.